Ghost. Ghost Faces. Stell dir mal vor, man könnte springen. Du springst so vor dem Geist weg. So, nein, 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 nein. Ich fand das gerade nur lustig. Kevin, Tini war 2 Sekunden alleine mit mir hier in dem Raum, verliert 2% Sanity. So muss das. So kenne ich das von ihr. Wird dann ganz nervös. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit dem EMF. Donald Johnson. Nicht Trump. Der ist auch alleine unterwegs. Thermometer brauchen wir. Okay, ich habe EMF ich dabei. Taschenlampe also und Bilder können wir auch machen. Ah, hindern Sie den Geist? Ach Tom, guck mal kurz, was ich kann. Ich dachte, du wüsstest das schon. Ah, schön. Was ist denn die Mistatruppe akrobatische Meisterleistung? Lass uns mal Kunstfixe mitnehmen. Ja, ich nehme noch eine Taschenlampe eben, Vater. So. Also wir brauchen EMF, wir brauchen Kunstfix und Thermometer. Thermometer okay. Habe ich. Thermometer hast du. Wo ist denn das Kunstfix? Ah, da ist das Kunstfix, warte. Release ich habe mal eins genommen. Ich nehme noch die Kamera mit, ne? Ja. Ah, das Post hatten wir schon mal. Okay. Ah, ich fand das jetzt gerade lustig. Surprise, motherfucker! Ich geh direkt wieder hoch. Ach, das Haus kennen wir ja. Ja, aber der Geist ist immer noch. Ich geh mal geradeaus durch. Also hier oben ist vernünftige Temperatur. Vernünftige Temperatur. Gut. Angenehm zum Baden. Hier ist ein Klavier. 18 Grad. 19. Oh, ich kann 16. nicht drauf spielen. Wie ist der Typ nochmal? Robert Patterson? Johnson. Donald. Donald Duck. Donald Johnson, ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube ja. Johnson. Ich habe die Garage gefunden, hier ist der Verteiler. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Da ist der Lichtschalter. Ja, ich habe auch den Verteiler, der ist in der Garage auf jeden Fall. Das ist schon mal gut zu wissen. Bevor man umsonst Zeichen. Irgendwie in den Keller geht. Also hier oben ist bisher noch nichts. Schön auch, dass im Keller erst unten ist. Licht ist ausgegangen. Leute, Licht ist ausgegangen. Ja, ja, ja. Ich glaube im Keller ist was. Ich geh mal eben zur Garage, Moment. Ich glaube im Keller war was, kann das sein? Oder war bei euch hier oben was, Tom? Gib uns ein Zeichen. Hab den Strom wieder angestellt. Ja, also bei mir ist nichts. Ich habe eine Tür aufgemacht, dann ist das Licht ausgegangen. Ich weiß nicht, ob das an mir lag. Ich war gerade unten im Keller. Ja, genau. Als wir in den Keller gegangen sind. Ja, hier bei mir. Ich habe ihn. Gut. Gib uns ein Zeichen. Also Geisterbox auf jeden Fall schon mal. EMF schlug gerade ein bisschen aus. Ja, das habe ich auch gehört. Also bei mir kam gerade einmal hell über die Geisterbox. Oh, wie geht's dir? Ich höre das. Das EMF ist es. Okay. Wie viel war's? 2 nur. Im Badezimmer hier. Nur 2. Im Badezimmer war's auch, ja. Gib uns ein Zeichen. Ja, hier bei mir, Safe Call, hier im Badezimmer. Er ist hier im Badezimmer. Also Kruzifix irgendwo hier hinlegen am besten. 5, okay. Kruzifix hier reinlegen. Hab ich. Okay. Nicht hier. EMF 5, ne? Und ja, Geisterbox. Ich hab Thermometer ist bei 12 Grad. 12, 13, 12. Geisterbox. Soll ich die Kamera gleich mal aufstellen? Ja, ich glaube, das wäre am besten, weil Thermometer Gin ist bei 10, 13. Warte mal. Macht mal da drin das Licht wieder. Ich bin gerade mal mit dem Thermometer noch hier am erforschen. Oh ja, ist klar. Der Lichtschalter ist hinter der Tür. Logisch. Danke. Das heißt, du musst erst ein Zeichen. So. Warte mal.
Ah, ich muss noch einmal. Tini, ich würde das hier auf dem Waschbecken platzieren. Auf dem Waschbecken? Ja, hier. Ja, gut, dann geh mal kurz da weg. Danke. Genau, dass du den ganzen Raum halt im Auge haben kannst. Immer. So, okay. Ja, würde ich sagen. Okay. So, dann bleibe ich noch eben hier. Und Licht aus da drin dann. So, gib uns ein Zeichen. 9 Grad. Gib uns ein Zeichen. Donald Johnson. Oh! Licht flackern. Donald Johnson. Warte mal, ich geh mal schon mal eben kurz zum Truck gucken wegen der Kamera. Ja, mach mal. Donald Johnson. Donald Johnson. Ihr lauft hier gerade vor der Tür, ne? Ich lauf hier hinterher, ja. Okay. Warum ist die Kamera aus? Ich hab die angemacht. Kann die gerade. Okay. Okay. EMF ist ruhig. Immer noch an? Ja. Okay. Ja, nee, jetzt ist er wieder aus. Und jetzt? Jetzt sehe ich was. Okay, dann hey, Tom, müsste der Kruzifix jetzt den Geist nicht im Badezimmer halten eigentlich? Eigentlich schon, ja. Ich habe 9 Grad auch hier drin die ganze Zeit. Der Timer ist jetzt auf 0 übrigens, ne? Jetzt kann er töten. So beruhigend. Okay. Donald Johnson. Was sagen denn die Quests? Guck mal bitte auf den Questlog. Also, wir haben auf jeden Fall, finden Sie den Raum mit unter 10 Grad. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit dem EMF. Das mit dem Kruzifix haben wir noch nicht. Okay. Gib uns ein Zeichen. Er ist auf jeden Fall hier in der Nähe. Was hat er gesagt? Alright? Ich habe verstanden, alright oder I light. Oder daylight. Irgendwie sowas in der Richtung. Gib uns ein Zeichen. Close. Gib uns ein Zeichen. Donald Johnson. Wow! Bei mir! Oder? Riesenausschlag, ja. Soll ich mal das Geisterbuch bringen? Weil das ist ja noch hier. Ja, ich komme auch mal eben mit raus, weil der war gerade ziemlich triggert auf mich. Oh, mein Herz, ey. Alles klar, dann warte ich kurz. Ich glaube, der stand gerade neben mir für ein paar Sekunden, wa? Aber ich verstehe nicht, wie das mit dem Kruzifix nicht funktioniert hat. Also das Thermometer lasse ich auch hier. Mal. Da hat's geflackert gerade, das Licht hier. Es hat gerade auf der Kamera, hat man das... Da! Ja. Gut, der ist ja da drin. Okay. Ich hab das Buch. Okay, dann willst du dann eben alleine reingehen, oder... Wollt ihr beide dann reingehen, dann bleib ich hier, oder... Irgendjemand kann ja mitkommen. Hauptsache, ich bin nicht ganz alleine. Ich geh mit. Ja, seid vorsichtig, die Aktivität war gerade kurz bei 10, wo keiner da war, ne? Es war oben, ne? Ja, oben im... Ja, genau. Oben im Badezimmer. Wie sich das verändert, wenn man reinkommt, so... Im Bad, genau. Ich will schon mal da... Ne, warte mal, noch nicht. Erst brauche ich das Licht. Okay, ich sehe euer Licht. Erstmal brauche ich Licht. So. Okay. Sehr nice, Kevin. So, Buch ist. Das Buch liegt schon mal. Weiß nicht. Schreib. Ach ja, Licht vielleicht. Warte kurz. Oh, wir müssen das Buch fotografieren, bevor wir es aufheben. Denk dran. Ja, ich habe keine Kamera dabei. Ah, okay. Schreib etwas ins Buch. Bitte. Also Aktivität und alles ist bei 0. Schreibe uns etwas ins Buch. Vielleicht muss ich alleine mit dem Buch da drin sein. Weiß ich ja nicht. Warte mal.
Ich glaube, ihr müsst halt wirklich so Sachen sagen, wie gib uns ein Zeichen und sowas, damit ihr den triggert, also damit die Aktivität hochgeht. Ich mach mal hier zu, warte mal. Das sind wahrscheinlich so Callouts. Gib uns ein Zeichen. Ja, das Licht, irgendwie nur das Licht ist angegangen. Ist mir aufgefallen, dann passiert nichts. Das Licht ist alleine angegangen gerade. Aktivität von 1. Mitch! Das Licht ist gerade alleine angegangen, aber es ist nichts ins Buch geschrieben worden. Noch Aktivität von 1, jetzt wieder bei 0. Gib uns ein Zeichen. Mach mal das Licht am besten auch aus. Hier, falls du schüchtern bist, gib uns ein Zeichen. Wenn ich was sehe, sag ich Bescheid, falls du mich hörst. Ja, ich höre dich, ich höre dich, ich höre dich. Oh, Aktivität bei 2? Schreib ins Buch. Bitte. Ich will die neuesten Kochrezepte haben. Also sie bleibt gerade konstant bei 2. Ist aber ruhig hier. Hat jemand schon mal mit der UV-Lampe da drin geleuchtet? Nein. Vielleicht die UV-Lampe mal reinleuchten. Ja, das wäre gar keine dumme Idee eigentlich. Meine, hier flackert das Licht im Flur. Aktivität ist immer noch bei 0 gerade. Hast du das zweite Kruzifix dabei, Tini? Ja. Ja. Sonst platziert doch eins auf dem Flur und eins in dem Badezimmer. Also das eine von Kevin ist ja im Badezimmer. Okay, ja, dann könnt warte. Vielleicht, wenn ihr den dann triggert, könnt ihr den hindern, dass er euch tötet. Ups. Ist das so okay? Reicht das? Wissen oder wir muss nicht. Ich das Na gut, ich hab's einfach hingelegt. Macht Spaß. Also Aktivität ist immer noch bei 0. Okay, warte mal. Gut. Oh, jetzt bei 4. Ich komm mal die Lampe holen. Jo. Aktivität ist immer noch bei 4, Kevin? Mhm, ja. Alles klar. Das Waschbecken füllt sich mit Dreckswasser. Oh. Hast du ein Foto gemacht? Yes. Nice. Das ist auf jeden Fall ein Beweis, es gibt Punkte. Also Geld. Aktivität bei 5. Aktivität ist jetzt bei 5, Kevin. Ich habe auch irgendwo eine Tür gehört. Ich glaube, Tini kommt gerade auch wieder zurück. Ja. Ich höre auch, wie das Wasser sich... Hier runter. Warte mal. Okay, warte mal. Jetzt erstmal auf die... UV-Lampe wechseln und Licht vielleicht hier drin gleich mal ausmachen. Ihr müsst genau das Licht ausmachen, wenn ihr die UV-Lampe benutzt. So. Schauen wir uns mal um. Aktivität ist wieder bei 0. Okay. Das also ist gut, ich sehe jetzt keine Fingerabdrücke oder sowas, glaube ich. Okay. Also. Das Licht hat, glaube ich, im Flur gerade geflackert. Komm, ich höre Dingens, ich höre hier Dingensbummens. Ja, tatsächlich. Ich habe mich gerade an die Tür gestellt, das Geräusch gemacht, aber das ist nicht Aktivität. Oh, beacht, beacht. Oh Gott, Leute, Vorsicht, schnell raus. Acht. Ich habe auch... Ja. Aber es hat... Ich hab keine Fingerabdrücke gesehen. Keine. Keine Fingerabdrücke. Ich habe gerade auch nochmal ein Geräusch gehört, als wir rausgegangen sind vorhin. Ja. Jetzt ist auch die Aktivität wieder runter. Okay, lass mal kurz gucken, was haben wir denn jetzt? Wir haben... Also wir haben Geisterbox und EMF-Ebene. Fingerabdrücke haben wir keine, Geisterkugel haben wir auch keine gesehen, Geisterbuch reagiert da auch nicht drauf. Also Gefriertemperatur oder Geisterkugel? Kugel haben wir aber auch keine gesehen, aber Gefriertemperatur auch nicht. Nee, und Gefriertemperatur auch nicht. Nee. Das heißt, wir haben Gin oder Oni. Mal gucken. Gin? Oni. Ein Gin ist ein territorialer Geist, der Bedrängnis angreift. Er ist ebenfalls bekannt dafür, sich mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Stärken, der Gin bewegt sich schneller, als wenn sein Opfer weit weg ist. Schwächen, dem Ort seinen Strom zu entziehen, hindert den Gin an Nutzen seiner Fähigkeiten. Das ist interessant. Aber das wird er nicht sein, weil der hat das Licht an- und ausgemacht.
Ja, ein Geisterbox, Geisterorb und EMF Level 5. Was hat andere Oni gewesen? Ja, Oni. Ja, da bin ich gerade drauf, aber irgendwie. Aber der ist auch nur aktiver, wenn Leute in der Nähe sind. Und sie sind aber leichter zu erkennen durch ihre hohe Aktivitätsrate. Dann würde ich eher sagen, dass es ein Oni ist. Huh. Also insgesamt passt der ein bisschen besser, ja. Okay, also ich lock mal Oni schon mal ein. Ja, mach ich auch. Ich auch, hab ich auch gemacht. Okay, pass mal auf. Kevin, gib mir mal deine Kamera. So, bis gleich. Oder wurde das Licht angelassen im Bad? Ist voll hell. Ja, das ist wieder angegangen. Das war nämlich aus, wo ihr rausgegangen seid. Nee, das hat nicht geflackert. Ich hab hier einmal ausgemacht, um zu gucken. Ich bin da. Achso, okay. Dann mach das doch nicht dann. Also ich bin jetzt hier im Raum. Ja, wir sehen dich. Und? Ich denk mal, er ruft seinen Namen. Du rufst jetzt 26 Mal seinen Namen und hoffst, dass du es überlebst, ja? Richtig. Donald Johnson. Ja, er ist da. Aktivität? Null. Also bisher null. Also das Licht hat auf jeden Fall geflackert. Ist halt die Frage, ob er jetzt wirklich im Bad ist oder im Flur. Das Problem am Fall ist, ich hab voll Schiss, alleine auf dem Flur zu sein. Im Bad geht aber noch. Ja. Ja. Stimmt. Das Problem ist halt, wenn ich alleine im Haus bleibe, dass ich halt übelst angreifbar bin, ne? Hm. Also, wir sagen ja, das ist Roni. Roni, der ist aktiver, wenn Leute in der Nähe sind, ne? Ja. Was ich stand neben Tom und hab mir vor Jahren ins Ohr gerufen. Okay. Also, würde ich sagen, ja, einer von uns müsste auf dem Flur bleiben. Oh, Licht flackert. Hast du das Salz verstreut? Hat einer von euch im Bad? Nein. Nein. Warum? Ich hab was auf der Kamera gesehen, deswegen. Also jetzt nicht fliegen, aber irgendwas hat sich da bewegt. Vorher. EMF ist. Okay. EMF ist ruhig. Tu mal nicht so. Du hast das ja jetzt. Auch nicht. So. Ich hab eine Tür gehört. Ey, Donald Johnson, was geht ab? Donald Johnson. Die Kurve geht hoch. Donald Johnson. Donald Johnson. Gib uns ein Zeichen. Er ist gerade ganz komisch ganz hochgegangen für eine Sekunde und wieder runter. Ja, in dem Zeitraum hat es, glaube ich, auch gerade an einem Fenster geklopft oder so. Donald Johnson. Donald Johnson. Tom? Ja? Ich hab Schiss. Du auch? Pass auf, ich. Okay, Kevin, machen wir es noch schlimmer. Donald Johnson, Donald Johnson, Donald Johnson. Da passiert halt nichts. Was denn dann? Was, Donald Johnson oder Donald Robinson? Johnson. Ich mein Johnson. Johnson. Donald Johnson. Okay. Dann habe ich vorhin die ganze Zeit den falschen Namen gesagt und trotzdem habe ich ihn getriggert. Die Kurve geht wieder hoch. Donald Johnson. Donald Johnson. Donald Johnson. Ich habe eine Tür gehört. Ja. Das mit dem Kruzifix hat immer noch nicht geklappt, ich verstehe es nicht. Ey, Tom, komm, lass uns mal abhauen. Wenn wir sterben, verlieren wir immer noch alles. Ist auch scheiße. Tom? Ja, ich hoffe. So. Donald Johnson, Donald Johnson, Donald Johnson. Jetzt geht die Tür zu und puff, bist drin. Schade. Ich wollte doch versuchen, ein Foto zu machen, aber ich habe ihn dadurch getriggert. Siehst du das? Siehst du das? Guck mal. Die scheiß Kurve.
schreit ihr beim Ausrüsten? Ja, dann Corona, Uni, ey, ne? Mein Ohr. So, habt ihr das? Sorry. Ja, 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 hab ich ausgewählt. Ab nach Hause, Feierabend. Nochmal ein Gruppenfoto gemacht hier. Jetzt bin ich mal gespannt, was es war. Ein Gin. Ein Gin? Oh. Hä? Okay. Trotzdem $30. Ja, ich bin Level 2, ey. Ich bin bald Level 3, ey. Ja, du hast ja auch, bist auch einmal nicht gestorben. Ja. Ja, richtig. Mit Level 3, okay, dann kann ich endlich die starke Taschenlampe kaufen. Kann sie halt noch nicht heben, die ist zu schwer. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben... Jetzt haben wir fünf Targets. Edgefield Street House. Oh. Tanglewood Street. Das ist, glaube ich, neu. Ridgeview Roadhouse. Graven Farmhouse. Oder Blaisdale Farmhouse. Ich glaube, die Tanglewood Street hat man noch nicht, ne? Genau. Wir haben jetzt ein Stativ. Ein kleines, ja, einetagiges Drei-Schlafzimmer-Haus mit einem Keller. Sie haben eine E-Mail von einem Freund erhalten. Er sagt, dass sie auf jeden Fall eine Art paranormale Aktivität existiert. Okay. Sehen Sie sich gründlich um und finden Sie viel Beweis möglich. Alles klar. Easy. Haben wir ja gerade auch gemacht. Hat ja gerade auch sehr gut funktioniert. Ne? Der Djinn, der für uns ein Oni war.